Hallo Daniel, ich habe zwei Fragen. Wie fühlst du dich mit dem neuen Ball? Ist eigentlich ganz okay. Also er springt wesentlich besser als diese Mischung aus Zelluloid und Plastik. Er springt etwas höher weg, ist etwas langsamer im Spielverhalten, also ist okay. Ja. Und was ist der Unterschied von einem neuen und einem alten Ball? Also hauptsächlich ist eigentlich, es ist weniger Spin. Vor allem bei Verteidigern merkt man es deutlich. Und im Absprungverhalten eben ist er etwas höher. Okay, danke dann. Danke. Der Plastikball am Anfang war schon ein bisschen ungewohnt. Also der springt anders als der Zelluloidball. Klar, der stoppt ein bisschen mehr bei Aufschlag, Rückschlag. Also die Bälle bleiben ein bisschen mehr stehen. Aber ich habe mich eigentlich schnell daran gewöhnt. Also ich habe dann die Vorbereitung gemacht, mit der Nationalmannschaft mitgemacht, in Hinterzarten. Eine Woche danach war noch Lehrgang. Und dann habe ich noch mal eine Einheit mit dem Zelluloidball gemacht, mit Kilian Ort, eine Einheit. Und das war schon total ungewohnt. Also da habe ich gemerkt, ich habe mich schon nach 2 Wochen an den Plastikball total gewöhnt. Und ich finde, das geht sehr schnell. Ja. Der springt ein bisschen anders, aber nach 2-3 Wochen, wenn man viel trainiert, in den 2-3 Wochen, hat man sich schon daran gewöhnt. Okay, na, danke für das Interview. Deine Fans und Freunde werden dich richtig freuen. Danke. Ich finde den neuen Ball ganz gut, also weil er ist ein bisschen langsamer und der Ball drückt nicht so viel aus. Und also ja, gibt's wieder was Neues und ich finde es ganz gut. Macht Spaß. Ja, macht Spaß. Und was ist der Unterschied zwischen alten und neuen Ball? Der neue Ball geht schneller kaputt. This new ball doesn't take so much spin. Most of the times the ball goes on the net. Sometimes up, sometimes down. You don't know what to do. That's it. And what you can do better in future? I think to be more faster when you hit the ball. I think you have to be twice faster than before. And to get used with the new moves with the new balls. Okay, thank you very much for the interview. For the new ball, I feel it depends which company you play. We play with Nitaku new ball this year. This is hard. If the ball is more normal, but this, the game is less spin and more slowly. Mm-hmm. And what is different from the new ball and the old ball? For the old ball, is the big difference. It depends also, because in the small before ball, is when you play with spin, you can feel better. And now with this new ball, you don't feel in the racket. This is a big difference. Okay, thank you very much. You are welcome.